Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei Tagesbotschaften für heute und für morgen. Ihr wisst, es ist zeitunabhängig, dann wann ihr schaut, gilt es für heute und für morgen auf jeden Fall. Wir werden gleich drei Karten aus dem Lennemore wieder ziehen als Hauptüberschrift für die zwei Tage und dann ziehe ich noch zwei Energiekarten aus dem Kartendeck und du darfst ganz intuitiv aus dem Bauch heraus entscheiden, ob es dann die erste oder zweite Karte sein darf. Vielleicht entscheidest du dich jetzt auch schon oder natürlich auch gleich, wenn ich sie ausgelegt habe. Wir schauen auf jeden Fall jetzt erstmal in die Lennys rein. Ich mische sie natürlich erst. Und dann ziehe ich für uns hoffentlich drei ganz tolle Zwei-Tages-Botschaften. So, welche nehmen wir? Die nehme ich, die und die Karte hier noch. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Oh, wir haben den Herzmenschen, Herzmenschin, da haben wir den Mond und da haben wir das Schiff. Ja, und liebe Herren, ihr seid jetzt hier in dem Orakel nicht der Herr, sondern ihr seid weiterhin auch die, nicht weiterhin, aber bei mir ist das ja immer so, wenn ich das große Blatt auch lege, sind wir alle, ob Mann oder Frau, die Frau im Kartenblatt, die Fragestellerin und der Fragesteller. Und die 28, der Herr, ist immer unser Herzmensch, Herzmenschin, egal ob Mann oder Frau. Hier geht es darum, dass hier tiefe Gefühle anstehen bei ihr oder ihm. Seelengefühle, die jetzt endlich auch in eine Bewegung kommen möchten. Wenn du jemanden schon hast, dann wird es hier auf jeden Fall eine ganz tolle Reise werden. Ne? Und der Mond, der ist auch natürlich eine Erfolgskarte, definitiv. Er ist auch manchmal so, dass es halt manchmal auch so ein Auf und Ab gibt. Klar, Seelenverbindungen sind manchmal auch so. Aber wichtig ist, dass diese Verbindung, die du vielleicht jetzt auch schon spürst, dass die da ist, dass das hier in Bewegung geht. Und ich finde das sehr schön, wenn man das so sieht, dass es eine Reise ist, die Seelenreise geht weiter. Schiff ist nicht das Schnellste, ne? Also das hat alles, muss alles wachsen. Wobei ich auch sage, Liebe muss sowieso wachsen, ne? Das kann nicht von jetzt auf gleich, kann die Liebe da sein. Man kann eine Zuneigung füreinander empfinden, das ja. Aber das muss wachsen und hier ist auch wichtig, auch dabei zu bleiben, ne? Wenn du das Gefühl hast, es ist hier auch wirklich dein Seelenpartner, Partnerin, dann ist das auch so und dann darfst du euch auch die Chance geben, auch wenn es etwas länger dauert. Du musst das dann entscheiden für dich, wie und wie weit deine Grenzen auch sind. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Grenzen sollte man nicht überschreiten, die man für sich festgelegt hat. Wenn alles aber passt, ist das super schön und kann auch gut sein, dass du mit ihm oder ihr auch wirklich jetzt tiefe Gespräche auch führst, ihr versucht, einen Konsens auch zu finden, wo die nächste Reise vielleicht hingeht. Das kann auch sein. Und ansonsten, wenn du niemanden im Herzen oder im Kopf hast, dann kann jetzt in den nächsten beiden Tagen auch sowas passieren, so dass man jemanden kennenlernt oder jemanden neu betrachtet, egal ob Mann oder Frau, und einfach denkt so, irgendwas ist heute anders mit dieser Person und mit mir auch. Dass man vielleicht sich auch näher kommt und ja, man dann wirklich zusammen diese Seelenreise auch antreten darf, dass man sich kennenlernt, peu à peu. Und ja, als Resultat dann auch irgendwann mal, wenn ich jetzt weiterhin Karten ziehen würde, auch dann in die Partnerschaft kommen. Ne? Also gebt euch da auch Zeit, aber möglich ist jetzt auf jeden Fall auch, dass hier jemand auch ja, im Außen da auch ist, der oder die ganz, ganz starke Gefühle auch hat, ne, und aufbauen kann auch und euch die auch zeigen kann dann mit der Zeit. Ne. Es kann auch gut sein, dass es noch am Anfang vielleicht manchmal so ein bisschen Auf und Abs halt auch gibt, aber die gibt es auch in der Beziehung nachher gerade so, weil der Mond ist ja auch immer so, ne, es gibt verschiedene Monde, Halbmond, Neumond, Vollmond, abnehmende Mond, zunehmende Mond, ne. Das ist auch oftmals so ein bisschen was so, letztendlich die Stimmung, die Gefühle halt auch in Wallen bringen. Ne? Und das kann hier gut auch sein, aber wichtig ist, dass es in Bewegung kommt. Ne? Es geht vorwärts und ich finde das schön, wenn man auch jemanden jetzt neu begegnet und man spürt etwas. Ne? Und dann geht es peu à peu auch weiter nach vorne, nach diesem ersten Treffen. Also seid sehr aufmerksam. Schauen wir aber mal, welche Energiekarten uns hierbei noch unterstützen wollen und können. Weil das ist ja auch nochmal wichtig, weil dann haben wir nochmal eine
noch eine, ich will nicht sagen, eindeutigere Botschaft, aber dann kriegen wir natürlich auch noch mal ein paar Hinweise. So, ich mache meine Deko mal wieder hier klar. Und die Energiekarte, ja, dann legen wir mal zur Seite und die nach oben. Du darfst dich entscheiden, ob es die erste oder zweite Karte sein darf. Und ich drehe die erste mal um. Und da haben wir das Glück. Wow, ist das nicht schön in der Kombi? Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, und wenn du ihn oder sie triffst oder mit ihm oder ihr gerade anbändelst oder schon lange mit ihm oder ihr irgendwo drinsteckst in einer seltsamen Konstellation vielleicht manchmal auch und Situation auch, jetzt kommt das Glück. Ne? Es fließt hier, es geht hier weiter. Glück, wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und vielleicht ist es die Bestätigung, wenn du dir unsicher warst, weil es vielleicht viele Up and Downs in der Vergangenheit auch mit Personen gab, ne? Und du vielleicht noch gar nicht so dich immer öffnen kannst für eine neue Liebe vielleicht auch, ne? Oder die Liebe, die du gerade lebst, die kann nicht zusammengelebt werden, weil noch immer jemand ist oder weil Themen da sind, die schwierig sind, ne? Es geht jetzt zusammen auf die Reise, wenn du es möchtest, und das Glück begleitet euch. Und das ist letztendlich das, was zählt. Das ist ja, was ich vorhin auch sagte, ne? Dass man dranbleiben kann. Man muss seine Grenzen kennen, man muss auch Deadlines manchmal setzen, ne? Und nicht sagen, okay, in Anführungsstrichen, ich verschenke jetzt die nächsten 30 Jahre aufs Warten. Aber hier ist das Glück mit drin und das finde ich sehr positiv als Nachricht. Auch wenn du jetzt jemand Neues dann wirklich treffen solltest, dann kannst du da ein bisschen tiefer hinschauen, ein bisschen, ja, dazwischen schauen auch, ne? Und gucken, ob das auch die Reise für dich auch wert ist, ob du diese Reise antreten möchtest. Auf jeden Fall ist da ganz viel Glück dann auch mit integriert. So, die zweite Energiekarte, Beharrlichkeit, das finde ich auch lustig. Ich weiß, dass ich alles umsetzen kann, was ich mir vornehme. Ja, siehst du mal hier, Beharrlichkeit, dranbleiben, wenn es die Liebe, Liebe wert ist, ne? Wenn du da jemand Neues begegnest und er oder sie haut dich total um oder du denkst, boah, was haben wir für eine Ebene? Wir kennen uns schon aus Vergangenheiten, aus vergangenen Leben, wie auch immer, ne? Manchmal hat man ja so ein Gespür, man trifft jemanden, das kann auch zwischen Frau und Frau passieren, wenn es jetzt gar nicht unbedingt um in Beziehungsrichtung geht, aber manchmal versteht man sich einfach blind und man hat so eine starke Seelenverbindung. Und dann bleib dran, bleib Beharrlichkeit, also bleib wirklich beharrlich, dann auch kontinuierlich dran und geh den Weg auch mit dieser Person. Wie gesagt, ich habe es vorhin auch schon gesagt, es ist wichtig, dass du deine Grenzen kennst. Ne? Also wehtun soll es auf keinen Fall, weil das ist nicht gut. Und man kann immer Prozesse miteinander durchleben, aber man muss auch für sich sagen, okay, wenn wir nicht weiterkommen, dann setze ich die Deadline bis dann und dann. Und dann bis dahin schaue ich und bin bereit, auf dem Weg zu gehen und bin bereit, auch beharrlich zu sein, weil ich weiß, was ich möchte und das, was ich möchte, das... Ja, es hört sich jetzt immer krass an, ne? Das hole ich mir. Nein, das soll auch nicht so klingeln, sondern wichtig ist, dass ich finde immer, wenn man etwas möchte und da 150%ig hintersteht, dann soll man auch alles dafür versuchen und alles dafür machen. Ne? Also man soll sich da nicht erniedrigen lassen oder nur in Bittstellung gehen, aber man kann ja einmal einen Satz mehr sagen. Und diesen einen Satz mehr meine ich halt auch zu sagen, du, ich möchte so alles mit dir. Wie sieht es mit dir aus? Klar, wenn Liebe nicht erwidert wird, dann ist wichtig, auch rauszugehen wieder, ne? Sich zu öffnen für neue Partner, ne? Also für neue Optionen, neue Möglichkeiten. Aber hier ist so schön Beharrlichkeit. Ich weiß, dass ich alles umsetzen kann, was ich mir vornehme. Und so ist es auch. Und wenn hier Ups and Downs da sind, die Reise könnt ihr zusammengehen, ne? Und wenn jemand jetzt schon da ist, dann kennst du da deine und eure Themen auch. Und du weißt, warum du dran bist schon die ganze Zeit, warum du schon länger dran bleibst und auch die Hoffnung nie aufgegeben hast, dass auch in Dreierkonstellation es endlich mal so, ja, einen Ausgang hat mit einem, ja, Neuanfang, dass ihr zusammen die Liebe auch öffentlich leben könnt und, ne? Und wenn jemand Neues kommt, dann gib nicht auf. Wenn jemand dir gefällt, dann bleib dran und gib euch die Chance und
Ja, und wenn es erstmal nur das erste Gespräch ist und dann macht es irgendwie so Klick und du denkst zu Hause darüber nach, was war das hier gerade? Dann war das hier eine tiefe Seelenverbindung und die möchte weitergehen, peu à peu. Also schau, dass du diese Person dann vielleicht öfter mal siehst oder wenn ihr euch gerade irgendwo begegnet seid, dass ihr diese Stellen wieder aufsucht, spazieren geht und dann ist ganz vieles möglich, wenn ihr dran bleibt. Ihr Lieben, zwei wunderschöne Tage und bis zum nächsten Tagesorakel. Bis dann. Tschüss.